So, da wären wir wieder. Wir wollen ein Level auswählen. Und zwar nicht die Kampagne, sondern... Was? Brauch? Was bist du? Hä? Das ist das, was wir gerade eben aufgehört haben. Ja, ich bin mir sicher. Kampagne? Ach so, na klar. Das ist die Welt, die wir eben gerade gespielt haben. Das ist die erste Kampagnenwelt. Wo wir sozusagen fertig mit waren. Schön, dass der Sandbox-Modus doppelt so lange dauert hat. Ja, okay. Jetzt wollen wir eine neue Welt. Und zwar eine neue Kampagne. Warum darf ich nicht auf die Schneewelt? Nein! Okay. Zurück, 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 zurück. Fortsetzen. So. Zurück bei sehr komischen Zwergen. Dem komischen Erdloch, wo mit einem grumpigen Totem und ganz vielen Spiegeln an der Wand. Ich will eigentlich gar nichts mit euch zu tun haben. Ich will die Welt nur verlassen. Dankeschön. Kaschan. Aha, es klappt. Letztes Mal kam hier eine Nachricht von wegen, die Alpha ist zu Ende. Entschuldigung, es kommt bald was. Jetzt ist bald. Wusch. Aha. Gibt's die nächste schon? Achso, die müssten wir erstmal wieder freischalten. Okay, was ist die Änderung? Größe ist mittel, Temperatur ist kalt, Feuchtigkeit ist gleich, Topografie ist Berge. Schwierigkeitsgrad ist normal. Start. Okay. Wir haben einen Zwerg. Wir haben eine Aufgabe. Fälle einen Baum. Jo, ok, ok. Oh, mit so einem kleinen Steinstichelding. Sieht richtig schmerzhaft aus. Techbaum. Ja, der gute alte, nicht so schöne Techbaum. Ist das da ein Eisblock? Ja, natürlich, hier gibt es andere Gegenstände. Okay. Ich überfliege mal ganz kurz. Primär will ich das Lager finden. Nicht, dass ich mir das nachher noch eingebildet habe. Nee, da, Lager. Und das oberste Hightech-Zeug ist ein Aquarium. Hey. So, genau, sagt das alles ein. Erfahrungspunkte. Neue Aufgabe. Stein abbauen. Für eine ordentliche Steinpicke, die wir wahrscheinlich noch gar nicht bauen können. Neue Aufgabe, grabe einen Tunnel. Viel Erz ist unter der Erde. Markiere senkrecht mehrere Blöcke, um einen Tunnel zu graben. Senkrecht. Okay. Ich will aber eigentlich keinen Tunnel graben. Dann versaue ich mir die ganze Optik. Es sollte nicht so viele davon in Reihe geben. Keule. Sehr gut. So. So. Bauen. Tech Level 2. Wir bekommen ein Totem. Und ein Zwerg. Was haben wir noch? Sammelsand. Hä? Grabe ein Tunnel, ist gleich fertig. Markiere senkrecht mehrere Lücke, um einen Tunnel zu graben. Das ist waagerecht. Sehr komisch. Ja, aber mach das doch mal kaputt. Und es sind jetzt schon Goblins da. Also nicht Goblins, sondern Puschelwuschel. Puschelwuschel mit Bögen, die in unsere Richtung laufen. Was? Nein. Grabe einen Tunnel. Sehr skurril. Okay, 5 Sand müssen wir noch abbauen. Aber es geht nicht zu nah an die Viecher ran. Könnten garstig sein. Werkzeug. Oh, Portalzauber. Ah, wir haben ein Achtungsschild. Das ist sehr nett. Danke, Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bei unserem ersten Level das Schild von vornherein schon hatten. Das wäre jetzt praktisch gewesen. 100 Erfahrungspunkte.
Warum waren das 100 Erfahrungspunkte? Das waren normalerweise immer 40. Ha, okay. Was haben wir noch? Neue Aufgabe. Sammeln Stein. Jo, wird gemacht. Warum baut ihr das denn nicht ab? Kein Weg. Was? Macht das da weg. Das und das und das und das und das. Da kommt überall Dirt hin später. Und macht das ruhig in doppelter Geschwindigkeit. Na. Weil ich glaube, nachdem wir die Steine abgebaut haben, kriegen wir den Auftrag, Steinspitzhacke zu bauen, Steinaxt zu bauen und so weiter. Graben, 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 graben. Sammle Stein. Finde Erze, rüste Keule aus. Sammel Sand. Achso, eine zweite Keule brauchen wir auch noch, stimmt. Eins, zwei. Ausrüsten. Eins. Jo, Techbaum, sehr schön. Achso, das war jetzt die Geschichte. Nee, Fackel. Fackelbrauch, Harz und Holz. Wir haben weder das eine noch das andere. Das muss da weg, das muss da weg. Das kann da weg, das kann da weg. Ja, den Baum würde ich ganz gerne fällen, aber da kriegen wir eben die komischen Meldungen. Genau. Töte die Schnecke. Ich will gucken, ob die auch 100 Erfahrungspunkte jetzt bringt. Es könnte natürlich auch sein, dass sie das Erfahrungspunktesystem umgeändert haben. Das war jetzt zu schnell. So zum Beispiel, dass wenn man einen Gegner zum ersten Mal tötet, dass er dann sehr viele Erfahrungspunkte bringt. Beim zweiten Mal weniger, beim dritten Mal noch weniger und so weiter und so weiter. Gucken wir mal. Also ganz genau hingucken. 20. Ich glaube, beim ersten Mal war es auch 20. Also Schnecken sind definitiv nicht mehr so viel wert wie richtige Gegner. Weil die Schnecken kann man richtig gut ausnutzen eigentlich. Einfach eine Mine bauen mit schön viel freier Fläche und dann, ne, einfach mal wieder weghauen. Alles, was spawnt. So, ganz viel Holz und Harz und überhaupt. War der Eisblock schon immer da? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Schneeblock, der sich geformt hat. Oh, sehr schön. Die Welt hier ist interessant. So, mach das dann mal weg. Und benutze bitte den Schneeblock. Da, Schnee. Um das Loch das machen. Mach das mal weg. Vielleicht hat das Schild hier irgendwas da durcheinander gebracht. Schild kann dahin. Ja, okay. Das dazu. Nahkampfbuch. Das werde ich garantiert keinem Zwerg geben, denn ihr werdet alle sterben. Die richtigen Zwerge kommen später. Ihr seid nur die Crew, die hier aufräumt. Das ist nämlich ein Dwarf Fortress. Da habe ich auch öfters eine Truppe, die eigentlich nur hingeht, ganz viel Essen und Trinken dabei hat und alles terraformt. Und dann kommen die eigentlichen Kolonisten. So, du weg, du weg, du weg. So, erstes Gold, sehr gut. Da ein neues Portal für euch. Baue Fackel, finde Erze, sammle Sand. Harz. Ups. So. Achso, wir müssen doch gleich platzieren, ne? Ja, okay, das da weg. Dann platzieren wir da die Fackel. So. Techbaum. Schleimfackel, steinerne Spitzaxt. Pickaxe. So, so, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir brauchen noch viele. Für dich. Yeah. Steinaxt, okay. Die Axt ist bei weitem nicht so wichtig wie die Pickaxe. Wir haben nur zwei Zwerge. Also, kommt gleich erst, okay. So, ihr macht mal das beides hier weg. Das hier weg, damit wir hier eine schöne Klippe haben. Und dann können wir hier eine Mauer hinstellen. Warum meckerst du schon wieder? Sammle Sand. Das brauchen wir später noch für Ton und so. Komm schon. Ein, zwei Erfahrungspunkte. Wir müssten einen neuen Zwerg kriegen. Die Schnecke da. Tada!
Bevölkerung ist gewachsen. Du hast ja einen coolen Hut. So. Du brauchst auch noch einen Knüppel. Lager. Wir haben kein Holz. Okay. Portal hier. Holz, Holz. Nein, klein nicht. Passt da. Oh, Käfer. Das waren, glaube ich, auch wieder 20. Hatten wir den ersten Käfer nicht mit 100 Erfahrungspunkten? Die muffeln schon wieder die ganzen Tannensapfen weg. Aber na gut, ich weiß jetzt, warum sie das tun. Sie haben nämlich noch keine Tische. Test. Mist. War so ein Tisch? Nee, ich wollte nur gucken, ob man vielleicht doch die Sachen aus dem Sandbox-Modus jetzt einfach machen kann. Nö, man muss wirklich alles nach und nach freischalten. Wieder 20 Erfahrungspunkte. Lager. Steinaxt. Holz, Holz. Stein, Stein. Stein wird mau. Axt. Jo. Tisch. 5 Holz. Gut. Ausrüsten. Zip, zip. Das sollen Berge sein, fällt mir übrigens gerade auf. Das sieht nicht so wirklich nach Bergen aus. Ich mach's trotzdem alles flach. Weil ich's kann. Nein, du. Grab. Schnee weg, Schnee weg, Schnee weg. Steine weg, Steine weg, Steine weg. Kleinen Minibaum weg. Obwohl, Holz könnte mir schon rar werden, so eine Eiseinöde. Obwohl, nö. Guck dir das mal an. Untote, ich habe vergessen, die Dinger wegzumachen. Okay, haben wir Glück gehabt. Die erste Nacht kommen die wohl noch nicht. Mäh. Was seid ihr? Achso, Wildschweine wahrscheinlich. Weg, weg, weg. Ja, hier sind keine mehr. So. Sind auch Steine, sehr gut. F1. Das heißt, von rechts dürfte jetzt erstmal nichts kommen. Von links haben wir schon die Goblins und von da werden auch die Skelette kommen. Also brauchen definitiv hier eine Mauer. Kann ja ruhig eine Schneemauer sein, denke ich. Die sollte aber nicht derart gestaltet sein, dass die Gegner rüberspringen können. Also von da oben auf die Mauer, auf die Mauer, auf die Mauer, auf die Mauer in die Basis. Das, nee, nee, nee. Also 2 Abstand. 2 Abstand. Erste temporäre Schneemauer. Was könnt ihr noch so Tolles machen? Wir könnten jetzt theoretisch schon einen Minenschacht nach unten machen, aber ich weiß nicht, wo die Mine später hin soll. Portal. Erstmal brauchen wir mehr Holz und mehr Stein. Das braucht man immer. So. Heida. Schnee, Schnee. Nicht möglich, hier Schnee zu bauen. Ja, weil da nichts... Obwohl, bei Stein und Dirt konnten wir das. 2 Dirt-Hintergründe übereinander planen. Aber Schnee ist halt nicht ganz so stabil wie Dirt, ha? Und ich kann keine Scaffoldings bauen. Das ist ärgerlich. Das wäre nämlich richtig praktisch. Also, ein Tisch. Tisch. Dahin. Dahin. Du, dahin. Obwohl sie eine Schneemauer nicht sehr lange halten wird, ist mir immer noch lieber als eine Steinmauer. Denn Steine brauchen wir eigentlich für was anderes. So, was haben wir jetzt? Bretter. Nee, Werkbank. Werkbank braucht Eisen. Das ist der nächste Haken. Wir brauchen noch einen Tisch. So, 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 so. So. Menu. Der ist für die Werkbank gleich der Tisch.
Essen. Kann man Tanzapfen mal einfach so hinlegen? Ja, kann man. Bitteschön. Niam, 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 Tanzapfen. Die Mauer wächst. Und zwar so, dass Gegner eine Rampe haben. Gehen Tees an selbst. Schneemauern sind doof. So, da muss das dann noch rauf. Das heißt, die Schneemauer muss regelmäßig gestutzt werden. Oh, ein Geschenk. Eine Schneemannsweste. Weihnachtsmannweste. Du musst weg. Warte mal, du da. Kontrolle übernehmen. Von da oben hin war. Oh. Okay, der Schnee ist auch manchmal ganz praktisch. So. Stopp. Du weg. Dich weghacken. Dich weghacken. Ist nicht aufheben können, weil wir ihn selber kontrollieren. Mal gucken, ob wir da hinbauen können. Nein. Au. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Deko-Block. Richtiger Block. Jetzt da hinstellen? Ja, oh. Du wieder weg. Du wieder weg. Du wieder weg. Befreien. So. Unsere erste Verteidigungsanlage. Und der Schnee kommt immer wieder. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine Festung baue, wird die einfach zugeschneit. Wir kommen nicht mehr raus. Das wäre auch interessant. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Wir brauchen mehr Äxte. Steinaxt.